Sind wir wirklich alleine da draußen im Weltall? Dieser Frage kann nun im neuen Planetarium in Garching nachgegangen werden. Nach insgesamt 5 Jahren Planung und 3 Jahren Bauarbeiten ist das ESO Supernova Planetarium nun eröffnet. Die Ausstellung bringt die Besucher auf eine Reise mit. Also wir fangen mit, wo sind wir, warum machen wir Astronomie, was ist Astronomie? Und dann gehen wir zum Erde, Mond, Sonne, dann Sonnensystem. Wir gehen immer weiter im Universum. Dann machen wir eine Pause in Chile, wo wir ein bisschen mehr über ESO erklären werden. Und dann kommen wir wieder zurück zu unserer Reise durch das Universum, zum Milchstraße und andere Galaxien, Kosmologie und dann am Ende alle die Sachen, die wir noch nicht wissen. Es gibt noch viele Fragen, die wir noch nicht, die Antworten noch nicht wissen. Das Planetarium ist ein Projekt der Europäischen Südsternwarte und umfasst rund 2200 Quadratmeter Ausstellungsfläche, verteilt auf 3 Ebenen. Das European Southern Observatory, kurz ESO, zählt zu den wissenschaftlich produktivsten Observatorien weltweit. Es ist das erste sogenannte Open-Source-Planetarium. Alle Materialien, die wir produzieren, sind verfügbar für alle Leute zu benutzen. Also wir haben schon auf unserer Webseite viele kurze Filme und auch Bilder für Planetarium. Und dann auch alles von der Ausstellung, alle Materialien, die Texten und so und Bilder, die wir benutzt haben. Das Herzstück der ESO Supernova ist das Planetarium. Durch modernste Visualisierungstechniken können die Zuschauer in das Universum eintauchen und das Weltall hautnah erleben. Über eine 360-Grad-Full-Dome-Kuppel werden dreidimensionale Filme gezeigt. Damit ist es das größte geneigte Planetarium im deutschsprachigen Raum und bietet Platz für 110 Besucher. Der Ausstellungsraum ist interaktiv gestaltet, ideal, um Nachwuchs für die Astrophysik zu gewinnen. Dadurch, dass unsere Workshops alle interaktiv sind, das heißt, die Schüler sitzen nicht nur da und werden bespaßt, sondern sie müssen aktiv an die Problemlösung rangehen, haben wir festgestellt, dass die aber sehr viel Freude daran haben, auch von sich aus die Lehrer ansprechen und sagen, wir würden da gerne wieder hin, nächstes Jahr den nächsten Workshop besuchen, Nachfolgeworkshop, würde ich sagen, dass unser Konzept hier sehr gut funktioniert. Schulklassen und Lehrer finden hier ausreichend Unterrichtsmaterial für die sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Design des Gebäudes ist ein ganz besonderes. Es gleicht einer Supernova. Eine Supernova ist ein explodierender Stern und in diesem Fall ist es ein spezieller Sterntyp, es ist eine Supernova vom Typ 1a. Es sind 2 Sterne, die einander umkreisen. Masse fließt von einem Stern auf den anderen, bis dieser einen kritischen Punkt erreicht und explodiert. Im Gebäude hier haben die Architekten das realisiert mit 2 Körpern. Das eine ist das Planetarium, das andere ist der Weltraum, wie wir ihn nennen, der sich hinter mir befindet. Ein Hohlkern, auf dem sich, wie wir es jetzt realisiert haben, eine Nachbildung des nächtlichen Himmels befindet, der also genau zeigt, was machen wir hier eigentlich, nämlich Astronomie. Finanziert wurde die Sternwarte von der Klaus-Tschira-Stiftung, eine der größten gemeinnützigen Stiftungen Europas. Der 2015 verstorbene Tschira wollte mit diesem Projekt Schulen und Forschungseinrichtungen unterstützen. Eine große Persönlichkeit, Klaus Tschira war einer der Mitbegründer der SAP, ein Physiker und ein leidenschaftlicher Vertreter und der Naturwissenschaften. Dafür hat er sich vehement eingesetzt für die Vermittlung dieses Themas und dafür die Klaus Tschira Stiftung vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. Ab Samstag können die Besucher nun von Garching aus in fremde Galaxien eintauchen.